Klack. Klack. Liebe Hardcore-Zocker-Freunde, wir sind zurück zur Hardcore-Folge Subnautica und wir legen direkt los. Wir wollen Aluminiumoxid, Alu irgendwas Gedöns finden, damit wir hier unsere Motte auf Tiefseeebene bringen können, auf Tiefseetiefe, ja, egal, Hauptsache wir können tief tauchen und ich glaube, ups, wir müssen irgendwo hier in die Richtung, damit wir das ganze Aluminiumgedöns finden. Oh, hier ist es natürlich auch schön, ne? Ob wir hier, ich muss einfach mal kurz aussteigen, wir brauchen nämlich natürlich noch Silber. Und wenn wir hier schon mal sind, können wir gucken, Sandstein brauchen wir. Ach. Ja, mit, wir brauchen viel Metall noch. Sandstein. Silber, sehr schön. Waren wir denn hier schon mal? Sieht nicht so aus. Obwohl. Relativ leer. Kalk. Kupfer, okay. Wenn es denn sein muss. Hm. Ist natürlich immer so eine Sache. Aber keine Angst, wir legen uns natürlich dann auch noch den Scannerraum zu. Blei, okay, brauchen wir dann für den Gold. Brauchen wir Kupfer, verdammt. Natürlich für unseren, wie heißt der, Kernreaktor, Nuklearreaktor. Brauchen wir dann noch viel, viel Blei. Von daher ist es auch nicht verkehrt. Aber natürlich jetzt nicht das, worauf wir jetzt hier an dieser Stelle unser Augenmerk legen. Haben wir denn hier keine Höhle, wo mal ein bisschen Sandstein drin ist für uns? Nur so ein ganz klein wenig Sandstein, das wäre ganz nett. Ah, ich glaube, wir wollen hier wirklich schon. Das sieht ziemlich abgefahren aus. Abgefahren. Ja, das sowieso. Ich meine natürlich abgeerntet. Und wir werden uns dann einen Scannerraum bauen, beziehungsweise mehrere. Silbererz, sehr schön. Wo wir den Raum, also den Scannerraum habe ich mir so vorgestellt, dass wir nicht nur einen bauen, sondern ganz, ganz viele. Und die werden dann auf der Map an unterschiedlichen, sehr schön, an unterschiedlichen Stellen, ja, erbaut. Entweder zur Motte oder auftauchen. So. Denn, wo kam ich her? Von hier hinten? Denn wir haben hier natürlich wahnsinnig viel noch zu entdecken und ich möchte es mir einfach dann, sag ich mal, einfacher machen mit diesen ganzen Gesuche von, ja, den ganzen Schrottteilen und so weiter und so fort. Deswegen Gold, okay, wenn es denn sein muss. Ja, und dann können wir dann nämlich die Scannerräume hinsetzen und sehr schön. Und wenn wir dann ein Gebiet dann komplett abgegrast haben, dann werden die Scannerräume wieder abgebaut und an anderer Stelle wieder neu aufgebaut. Momentan läuft das richtig gut und wir können scannen. Machen wir das einfach mal, weil wir gerade da sind. Membranbaum. Sandstein, Basalt, okay. Basalt hatten wir noch nicht. Scannen wir mal. Gold, okay.
Ja. Was haben wir hier? Ah, hier können wir schon Uranzeugs mitnehmen. Alles klar. Und hier haben wir auch was zum Scannen. Ah, okay. Hat man den schon? Nein. Okay. Dann müssen wir hier auch mal die Cyclops-Dinger noch scannen. Ja. Sandstein. Auch Sandstein. Obwohl, wir haben eigentlich jetzt genug Silbererz. Aber wir nehmen natürlich alles mit, was geht. Okay. War hier noch Platz? Ja. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Gold, Gold, Gold. Das Ding lassen wir mal. Da passt. Okay, hatte ich das an der Seite? Ich dachte, ich habe das hier oben alles drin. Au. Ja, okay, dann lasse ich das im Inventar. Ne, ich mache das anders. Ihr merkt schon, ich kann mich nicht entscheiden. Tut mir leid. Aber muss sein. Nein. Ah. Oh, puh. Jetzt habe ich nicht auf die. Auf den Sauerstoff geachtet, ihr habt es gemerkt. Gott sei Dank waren wir in der Nähe von unserer Motte. So ist das, wenn man quatscht und quatscht und nicht auf den Sauerstoff achtet. Denn wir erhalten ja hier im Hardcore-Modus keinen Hinweis auf unseren Sauerstoff. Also auf den Verbleib. So, weiter geht's. Da haben wir wieder was. Sorry. Diamant. Oh, sehr schön. Basiskernreaktor. Jawohl. 1 von 4. Wunderbar. Gold. Zyklop brauchen wir mitnehmen. Ja, mit dem Diamanten, ups, können wir natürlich dann auch unseren, oh was, Schweißbrenner freischalten. Den haben wir natürlich auch noch nicht. Fragment. Was haben wir hier? Aluminiumoxid, genau. Wunderbar. Hier haben wir das, was wir brauchen. Und ein schönes großes Frack auch noch. Wunderbar. Hier haben wir gleich mal ein bisschen mehr mit. Ach, hier ist ja alles voll. Gut, also ich glaube, Gold brauchen wir jetzt erstmal weniger. Wo ist die Mutter? Der Carry Harry. Noch ein Diamant, wunderbar. Ach, dass man jetzt hier noch nicht das Inventar aufmachen kann, ist natürlich auch immer ein bisschen ärgerlich. Genau. Gibt es gleich die Bestätigung für? Ich stecke mal kurz aus, Inventar. Ja. Okay. Haben wir denn. Nein. Hier sind wir voll. Okay. Da waren wir voll, da hat man ja die vier Teile drin, genau. Und hier passt noch was rein. Wunderbar. Also, machen wir das Ganze hier rein. Gold. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Uranzeugs mit. Ich glaube, da brauchen wir zwei oder drei.
Ach, ich wollte doch eigentlich scannen, also... Nein, kein Gold. Ich wollte... schauen, ob wir hier noch irgendwelche Reaktorteile finden. Die wir einscannen können. Also wir haben auf jeden Fall unser Soll schon mal erreicht. Sorry. 300 Meter können wir noch tief tauchen. Gehen wir mal etwas tiefer. Da weiß ich aber nicht, ob jetzt hier noch was Scannbares rumwuselt. Doch, hier. Sind noch voll im grünen Bereich. Mädel, keine Angst. Wärmekraftwerk, okay. 1 von 3. Ne? Okay, ich hätte dann eher irgendwas. Ja. Reaktormäßiges. Sowas zum Beispiel, genau. Wie viel braucht man da noch? Noch 2. Denn der Reaktor wird bei uns hier die Hauptenergie dann in unserer fetten Basis. Ja, bringen, insofern wir hier noch was finden. Wir müssen natürlich wieder aufpassen auf unseren Sauerstoff. Okay, ich tauche mal auf. Wo ist die Motte? Da ist die Motte. Okay, wir suchen weiter. Ja, wir gehen ja schon etwas nach oben. Keine Angst. Irgendwo hier muss ja noch etwas zum Scannen rumliegen. Oh, oh. Auftauchen, auftauchen. Und jetzt mal kurz aussteigen und reparieren. Nicht, dass unser Harry hier gleich auseinanderbröckelt. Das wollen wir natürlich nicht. Finde ich auch gut, dass die jetzt hier so eine Begrenzung reingebaut haben, denn zu Anfangszeiten konnte man ja, ich sag mal, sowas von tief tauchen. Das war echt abartig. Wir kommen später nochmal zurück. Wir kommen später nochmal zurück. Wir gehen jetzt erstmal wieder zu unserer Basis, füllen uns wieder auf. Ich sag mal, wir haben schon mehr erreicht als geplant. Von daher vielleicht sind wir ja doch noch etwas zum Einscannen. Ich kann dann immer nicht wegschauen. Immer noch mal hier ein bisschen lunzen, ob wir nicht doch noch irgendwas finden. Ja, Schweißbrenner können wir dann bauen, denn das heißt, wir können dann hier die verschlossenen Kammern endlich öffnen. Da möchte ich mir dann auch noch was einfallen lassen, wie ich die ganzen Wracks hier markiere, damit ich weiß, hey ho, wir waren hier schon. Mal schauen, wie ich das Ganze machen werde. Sind wir denn hier richtig? Ja, sieht gut aus. Wir haben auf jeden Fall schön Silber einkassiert. Oh, hier liegt noch eine Menge Titan, wollte ich sagen. Ja, können wir auch noch. Kalkstein, nö.
Inventar voll, alles klar. Ja. Und dann werden wir jetzt unser ganzes Titan einschmelzen. Wir werden die Computerchips herstellen. Und dann haben wir ja eigentlich unseren Soll erfüllt. Mal gucken, wie viel Titan wir da noch benötigen. Aber ist erstmal richtig gut, dass wir dann deutlich tiefer kommen. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir das Solarmodul hätten. Richtig coole Beleuchtung. Dass unsere Motte hier ja von alleine wieder auflädt, aber dann haben wir natürlich nicht mehr so viele Slots zur Verfügung. Das will ich natürlich nicht. Und dann bauen wir uns noch so eine richtig krasse Kampfmotte, die wir dann voll spicken werden mit dann Abwehrsystemen und so weiter und so fort. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, ich habe ja natürlich in meinem privaten Spielstand jetzt nicht hier im Let's Play schon mal, ja, wie soll ich sagen, mit dem Kampfsystem versucht zu spielen. Was heißt versucht? Es hat natürlich auch geklappt, klar, aber was so den Reaper angeht, gerade die neuen Gastorpedos, ja, weiß nicht. Das ist alles irgendwie nicht so das Wahre. Also dieser Elektroschocker, der funktioniert richtig gut, muss man sagen an der Stelle. Ach Quatsch. Anrichtung. Warum der mal das Licht anmacht? Auch komisch. Kann das nicht einfach ausbleiben? So, wo ist die Batterie? Hier, zack. Dafür kommt eine volle rein. Dann haben wir noch das Zeug da hinten, genau. Wir haben es. Ja. Hatten wir das nicht erst in der letzten Folge? Oder davor? Ach. Ich mache das nicht mit Absicht, Leute. Wirklich nicht. Also das ist ja echt. So, jetzt. Silbererz. Genau. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier die beiden Computerchips herstellen. Halt, wir brauchen dafür natürlich noch unsere Korallen. Wo sind sie? Na? Oh, jetzt hat's aber wieder gewackelt hier. Eins, zwei. Du kannst mir nicht entkommen, bleib hier. So, okay. Was brauchen wir noch? Quarz, oder? Halt. Quarz, zwei Stück. Nein, kein Quarz. Hier. Eins, zwei, Kupfer, hauen wir alles drüben rein. Zack. Computerchip. Zwei Stück. Wunderbar. Dann Aluminiumoxid brauchen wir zwei Stück. Und dann die Plaststahlbarren. Okay. Das heißt, wir brauchen unser ganzes das hier. Haben wir noch einen? Ne, haben wir nicht. Fünf brauchen wir. Kann eins
rüber. Eins. So. Da haben wir auf jeden Fall zwei Plaststahlbahnen. Den Druckkompensator brauchen wir und Aluminiumoxid. Haben wir alles da? Wunderbar. Druckkompensator muss raus. So, das andere Zeug haben wir auf der Seite. Na? Zwei. Passt ja perfekt. So, Stufe 2 haben wir, sehr schön. Stufe 3 brauchen wir das und jetzt nochmal dreimal Plaststahlbahn. Ach ja. Hat nicht ganz gereicht. Caution. Dehydration detected. Ich finde es immer toll, wie sie sich Sorgen macht um uns. So, dann hat man natürlich hier hinten, glaube ich, noch. Hier? Nee. Da? Okay, jetzt. Und jetzt müsste hier unsere letzte Stufe wunderbar. Die Seite war's. Und damit dürften wir jetzt 900 Meter weit tauchen. Jawohl, hier seht ihr das. Wunderbar. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Und mit dem Bild verabschiede ich mich euch. Verabschiede ich euch? Oh mein Gott, wird Zeit für eine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also, denkt ans Kommentieren, ans Däumchen. Und ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal wieder gemeinsam spielen können. Also bis dann. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Ciao und Baba.